Das Besondere bei Texten für OER ist, dass sie am Computer leicht zu kopieren sind und zu teilen sind. Dabei sollte man aber darauf achten, dass sie alle Elemente enthalten, die für einen später wichtig sind. Lizenzhinweis, Quelle, Autorenname, Autorinnenname sollten also mitkopiert werden, damit der Lizenzhinweis vollständig ist der eigenen Veröffentlichung. Das ideale OER bei Texten verfasst man am besten mit Markdown. Das ist eine international bekannte und weit verbreitete Auszeichnungssprache, die auch von Textverarbeitungsprogrammen, von Content-Management-Systemen, Redaktionssystemen unterstützt wird. Damit formatiert man die Texte hinsichtlich kursiver oder fetter Auszeichnung oder auch die wichtigen Zwischenüberschriften. Für die Veröffentlichung von Texten bieten sich Plattformen und Werkzeuge an, die die Lizenzierung unterstützen, wie zum Beispiel H5P oder Tutori. Das alles und viele weitere Informationen zum Goldstandard für Texte als OER könnt ihr in meinem Beitrag auf OER-Info lesen.